Welcome in Hungary. Welcome at Hungaroring. Der Hungaroring. Etwa 20 Kilometer nordöstlich der ungarischen Hauptstadt Budapest gelegen. Die zweite Station der diesjährigen FIA Truck Europameisterschaft. Viele ungarische Fans natürlich dabei wollen die vier Rennen der Giganten des Motorsports rund um die Strecke und im Fahrerlager live miterleben. In der Gesamtwertung sieht es folgendermaßen aus: Adam Latzko, der Tscheche, der Champion des Jahres 2017, knapp vorne vor Jochen Hahn, punktgleich dahinter Norbert Kiss und Alvar Zitte. Das Duell Latzko gegen Hahn, Hahn gegen Latzko. In den vergangenen drei Jahren der Dauerbrenner setzt sich scheinbar auch 2019 in der ETRC fort. Wir haben noch 7 Wochenenden vor uns und es sind noch viele Punkte zu vergeben. Ich hoffe, dass ich auch nach dem Hungaroring vorne bin, aber hier ist es nicht so einfach. Wir haben immer Probleme mit dem Asphalt. Es ist einfach rutschig. Ich mag die Strecke aber, denn es ist eine schöne Strecke. Aber ich denke, es liegt ein sehr hartes Wochenende vor uns. I like the circuit, it's a really nice circuit, but I think it's very hard and tough weekend in front of us. Erwartungen sind sehr groß. Warum? Wir haben hier schon große Erfolge gefeiert. Wir wissen natürlich, dass man den Norbert hier, Kiss, nie unterschätzen darf. Adam hat heute ein bisschen geschwächelt, aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube, der ist morgen sehr stark. Antonio war jetzt sehr stark, Steffi. Erwartungen, sagen wir mal, realistisch. Podium schaffen wir. Irgendwie kriegen wir hin. Wenn alles glatt läuft und wir alles richtig analysieren von heute, glaube ich sogar, dass wir ja, auch ein Siegkandidat morgen sind. Beim Thema Streckencharakteristik und Setup sind sich beide einig. Die Strecke hat wirklich alles, was es braucht. Es hat schnelle Kurve, langsame Kurve, abfallende, aufsteigende, berghoch. Es ist alles dabei. Das Grip-Level war heute ein bisschen komisch, war anders wie letztes Jahr. Es war eher schlechter. Dann hat natürlich auch gleich mal das Setup nicht gepasst zum letzten Jahr. It's not so easy. I hope. Das ist nicht so einfach hier. Ich hoffe, wir können über einige Dinge für das Setup nochmal nachdenken und hoffe, es wird für morgen helfen. Wir werden sehen. Gut, konnte heute die schnellste Runde fahren, aber wie gesagt, ich weiß genau, dass die anderen da noch ein bisschen was... Ja, die haben noch nicht alles Pulver verschossen. Ich habe heute Hose runtergelassen, ich habe alles gezeigt. Von dem her, ich bin sehr gespannt auf morgen. Die nächste Runde in diesem Duell kann also beginnen. Und... auch im Grammar Cup, die eigene Wertung für die Piloten mit weniger Erfahrung im Truck-Race-Sport, führt ein Bugira-Pilot, Ollie Janes, der Brite im Freightliner mit der Startnummer 22, nach 3 zweiten Plätzen und einem Sieg in Misano. Die knapp 4,4 Kilometer lange Rennstrecke der Hungaroring bietet im Normalfall wenig Überholmöglichkeiten für die Truck-Piloten, ganz entscheidend also das Qualifying, denn wer hier vorne steht, hat den Großteil der Ernte meist schon eingefahren. Und einer ist trotz der hohen Asphalttemperaturen extrem flott unterwegs, Jochen Hahn. Der Deutsche im Iveco, schnellster in der Superpole, rund eine Sekunde besser als Antonio Albacete, André Kosim und Adam Latzko, der Tscheche nur auf Rang 4. Ich habe gewusst, wenn ich keinen Fehler mache und keine Cornermarkers, dann kann ich eine Pole schaffen. Dass ich sie so überlegen schaffe, befriedigt, aber das war mir nicht klar im Vorfeld. Egal wo, egal auf welcher Rennstrecke, egal welches Rennen, der Mercedes-Benz Pace Truck führt das Feld an. Wirtschaftlich, komfortabel, sicher, umweltverträglich ist jetzt die dritte Generation Mercedes-Benz Actros für die Kunden seit kurzem erhältlich. Das Innere der Kabine, die Rückspiegel, eigentlich Monitore, das Cockpit ähnelt der einer E-Klasse, all das. Einige Highlights des Pace Truck der Saison 2019. Die Startaufstellung für Rennen 1 sieht den amtierenden Champion Jochen Hahn auf Position 1. Wir wissen, dass wir schnell sind. Wir wissen, wenn alles klappt, gewinnen wir das Rennen. Ja, das ist eine gute Ausgangsbasis. Aber es wäre frech zu sagen, naja, das machen wir schon. Ja. Das denkt man, das wünscht man sich. Kommen tut es manchmal anders. Ja. Und von dem her muss man doch schon realistisch sein und ein bisschen locker bleiben. Neben Jochen Hahn steht Antonio Albacete, der Spanier im Team von Lutz Bernau, auf der zweiten Position.
Dahinter in Reihe 2 ein deutsch-tschechisches Duell. Andrej Kursim im gelben Truck gegen Adam Latzko, der sich unerwartet schwer getan hat auf der Zeitenjagd. Und nur auf Rang 9 Norbert Kiss, der Lokalmatador, der sowohl in den freien Trainings als auch im Qualifying mit Problemen an seinem Truck zu kämpfen hatte. Bei rund 30 Grad Lufttemperatur der Start zum ersten Rennen. Jochen Hahn bestimmt das Tempo, Albacete mit der minimal besseren Beschleunigung. 16 Trucks gemeldet, die beim Hungary Truckfest für tolle Motorsport-Atmosphäre sorgen. An Bord bei Norbert Kiss, der hier im Mittelfeld Richtung Kurve 1 einbiegt, aber zunächst keinen Platz gut machen kann. Dann der Blick ins Cockpit von Antonio Albacete, bei dem wir hier mitfahren dürfen, verliert hier schon den Anschluss an Jochen Hahn und wird sogar von Adam Latzko im Freightliner mit der Startnummer 55 überholt. Norbert Kiss, der Ungar, mittendrin im Getümmel, muss sich mit Jamie Anderson im weißen Truck mit der Startnummer 7 und auch mit Steffi Halm im orange-weißen Truck mit der Startnummer 44 auseinandersetzen und um seine Position kämpfen. Direkt vor Norbert Kiss, Andrej Kursim im gelben Truck mit der Startnummer 11. So geht es für den Local Hero zum ersten Mal durch die Schikane im hinteren Bereich der Strecke. Klar in Führung Jochen Hahn, dann Adam Latzko, Antonio Albacete und José Rodríguez, der Portugiese, der Trainingssechste, also schon auf 4 vor Andrej Kursim. Norbert Kiss auf Rang 6. Norbert Kiss, der Ungar, dann in Runde 3 unter Druck von Steffi Halm. Die Iveco-Pilotin hetzt den Mercedes-Fahrer in einen Fehler und zieht vorbei am Ungarn. 2 Runden lang versucht Norbert Kiss dann anschließend an der Deutschen wieder vorbeizukommen. Aber erst Ende der 5. Runde kann Norbert Kiss einen Halmfehler zum Platztausch nutzen. Ja, im Qualifying hatten wir einige Probleme mit den Bremsen, weil etwas Öl vom Lenkgetriebe auf die Bremsen getropft ist. Das war eigentlich schlecht. Ich erinnere mich gar nicht, wann ich, das muss so vor 8 Jahren im ersten Jahr meiner Truck-Race-Karriere gewesen sein, den 9. Platz im Qualifying belegt habe. Einfach schlecht. Und auf dem 9. Platz hast du eigentlich keine Chance, aber in diesem Rennen habe ich dann doch 3 Positionen gewonnen. Dagegen verliert Adam Latzko seine gute 2. Position, muss durch die Boxengasse wegen zweimaligen Overspeedings und wird wegen eines weiteren Overspeeds später sogar disqualifiziert. Davon unbeeindruckt Jochen Hahn, der Mann im Truck mit der 1 fährt die schnellste Rennrunde, Antonio Albacete ohne Chance auf den Sieg. Ich wusste, dass es sehr schwer wird, mit Jochen zu kämpfen, weil er sehr, sehr stark ist. Für uns ist alles sehr gut gelaufen, hier Zweiter zu werden. Ich denke, es war das Beste, was wir tun können. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis. Norbert Kiss muss sich am Ende Steffi Halm wieder geschlagen geben, die in Runde 8 am Mercedes-Piloten wieder vorbeigehen kann. Und Jochen Hahn gewinnt, feiert seinen 3. Sieg in der noch jungen Saison, 3,5 Sekunden vor Albacete und dem Überraschungsdritten José Rodríguez, der von der Durchfahrtsstrafe Adam Latschkos profitieren kann. Dementsprechend groß die Freude beim Team Hahn Racing und beim fünfmaligen Champion auf seinem Iveco-Truck. Man profitiert, wenn man frei fahren kann. Und das konnte ich. Frei fahren, konzentrieren, auf die Cornermarkers aufpassen, auf weiße Linie aufpassen. Einfach konzentriert das Ding nach Hause fahren, das habe ich gemacht. Bin dann relativ safe gegangen die letzte, wie viele Runden war es? 11. Also die letzte 10 Runden bin ich safe gegangen und von dem her ist alles gut. Das Ergebnis von Rennen 1 am Hungaroring nochmal komplett zum Nachlesen. Auf Rang 8 René Reinhardt, der damit in Rennen 2 von der Pole Position ins Rennen gehen darf. Ich
Im blauen Truck mit der 77, also René Reinhardt auf der besten Startposition, der in seiner siebten Saison die Nervosität immer noch nicht ganz verbergen kann. Egal, jetzt ab wo du stehst. Der Pole natürlich umso mehr, weil du hast natürlich die, führst das Rennen an, hast die Verantwortung natürlich auch für den Speed, sagen wir so, beim Start und all die Sachen, da so ein paar Dinge noch mehr zu beachten als normalerweise. Aber egal, wo du stehst, ab auf dem ersten, fünften oder elften Platz, bist immer nervös und bist immer natürlich angespannt und versuchst natürlich alles nochmal zu checken, Fehler zu vermeiden und alles richtig zu machen. Also das ist immer da und ich glaube, das geht allen so. Während Reinhardt schon in Misano ein Rennen gewinnen konnte, wartet Landsmann Lenz schon etwas länger auf einen erneuten Triumph. Ich bin ganz ehrlich, wir müssen einen guten Start haben. Und ich muss einfach die Ruhe bewahren und dann sehen wir, was bei rauskommt. Ich kann es dir jetzt ehrlich schon nicht sagen. In Reihe 2 Steffi Halm, auf der 4 und auf der 3 Norbert Kiss. Das Duell des ersten Rennens der beiden findet hier möglicherweise eine Fortsetzung. Kiss vergangenes Jahr ja zweimal bei seinem Heimevent auf dem Podium. Dann der Start zum 11-Runden-Rennen. Und als wäre Sascha Lenz von einem Katapult abgefeuert worden, schießt der Mann im gelben Truck mit der 30 nach vorne. Vorbei an Reinhardt, der sich nur als Zweiter einsortieren kann. Und Adam Latzko, der Tscheche, von der letzten Position nach seiner Disqualifikation gestartet, macht auf den ersten Metern gleich 4 Positionen gut. Und auch der Rookie im Team Tankpool 24, Fabio Cittignola, macht mal Bekanntschaft mit dem Tschechen, dessen Fahrweise durchaus als kompromisslos bezeichnet werden darf. Erste Runde, Lenz vorne, dahinter die glorreichen 7. Und Latzko nach einer halben Runde schon auf Position 9. Reinhardt hat den Start etwas verschlafen, deshalb nur Zweiter. Während der Gewinner des vorherigen Rennens, Jochen Hahn, schon wieder vehement bei Antonio Albacete anklopft. Onboard mit Adam Latzko hinter José Rodríguez, der Tscheche, braucht 5 Runden, um den Portugiesen schlussendlich zu überholen. Ein Duell Seite an Seite, Tür an Tür. Adam Latzko zieht anfangs der 6. Runde dann erst an Rodríguez vorbei, ist damit 8. Und Sascha Lenz, der geht eine unfassbare Pace, fährt fast jede Runde wie im Qualifying und hat gegen Rennmitte schon 4 Sekunden Vorsprung auf die Verfolger. Hahn vorbei an Albacete, jetzt auf der 6, macht Druck auf Cosim und Kiss, die den Atem des Champions im Nacken spüren. Ja, Jochen war hinter mir, der Sieger des vorherigen Rennens, und er ist momentan der Schnellste unter uns. Er hat richtig Druck gemacht, aber wir hatten einen guten Kampf und ich habe sehr hart verteidigt. Ich denke, es war ein tolles Rennen. Soweit ich gehört habe, hat es den Fans gefallen. Es war einfach schön. Ich versuche mit Gewalt vorbeizukommen, er versucht mit Gewalt zu blocken. Man muss einfach dabei aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig abschießt. Und wir waren oft kurz davor, also ich war daneben und hat man sich berührt. Und es war grenzwertig, haben sich die Schuhe auch angeschaut. Aber okay, wir spielen kein Hallehalmer, wir fahren Rennen, das ist genauso wie er gesagt hat. Er hat einen guten Job gemacht, ich habe versucht, ihn in den Fehler reinzutreiben, habe es nicht geschafft. War er verdient vor mir, fertig. Gegen Rennende haben sich die Gemüter dann wieder beruhigt. Schließlich gibt es im Reverse-Grid-Rennen nur die halbe Punktzahl. Das bedeutet 10 Zähler für den Sieger Sascha Lenz, 9 für René Reinhardt und 8 für Steffi Halm. Denn bis ins Ziel hat sich nichts mehr verändert an der Reihenfolge. Sascha Lenz feiert im Hahn-Style seinen Sieg. Kleiner Powerslide aus der letzten Kurve heraus. Verdienter Applaus für den Mann des Rennens, der anschließend Töchterchen Kate mit aufs Podium nimmt. Der erste Sieg der Saison für den Mann, der sich in der vergangenen Saison als Punktehamster einen Namen gemacht hat, weil in jedem Rennen in den Top 10 landete. Als ich nach der ersten Runde über das Schattenziel bin, habe ich gedacht, okay, jetzt hast du 3, 4 oder 5 Meter, keine Ahnung. Versuch jede Runde wie Qualifying zu fahren. Und da habe ich dann auch versucht, immer konstant zu bleiben. Und dann habe ich während dem Rennen nochmal drauf geguckt, da haben René nicht mehr gesehen. Und dann habe ich gesagt, trotzdem weiter, weiter, weiter. Und dann irgendwann habe ich gefragt, wie viele Runden sind noch? Und dann wurde mir gesagt, letzte Runde. Ja, und dann war ich natürlich überaus glücklich gewesen.
Dieses Ergebnis von Rennen 2 wird sich Sascha Lenz vielleicht einrahmen. Der Sieger fuhr zudem die schnellste Runde des Tages und bekam somit obendrauf noch den Sonderpreis dafür. Und außerdem, Jochen Hahn hat nach Tag 1 die Führung in der ETRC-Gesamtwertung von Pechvogel Adam Latzko übernommen. Im Grammar Cup feiert Terry Gibbon den Sieg in Rennen 2. Tolles Geburtstagsgeschenk für den sympathischen Briten, der jetzt genauso viele Jahre zählt wie die Startnummer auf seinem Truck. 37. So geht also der Samstag am Hungaroring nach zwei spannenden Rennen zu Ende. Aber nicht für die ETRC-Rennfahrer, die für die Autogrammwünsche der Fans noch eine Extraschicht einlegen. Ich komme immer sehr gerne hierhin, weil es viele ungarische Fans und sehr begeisterte Truck Race Fans gibt und sie es lieben. Es ist wirklich gut zu sehen, dass sie hier hinkommen und mich anfeuern. Ich bin sehr dankbar dafür. Polesetter für Rennen 3 am Sonntag ist Jochen Hahn, der Mann im Iveco Truck. Zum dritten Mal in 4 Superpoles mit der Bestzeit. Neben ihm Steffi Hall. Die ganze Aufmerksamkeit aber zieht Norbert Kiss auf sich. Hier im Gespräch mit der ungarischen Ministerin für Sport, Tünde Szabo, einer ehemaligen Weltklasse-Schwimmerin. Das Rennen als Red Race deklariert von Renndirektor Tony Idden. Es hatte vorher nämlich noch geregnet. Nach einer Runde unter Gelb baut Jochen Hahn dann seinen Vorsprung in Runde 2 auf Steffi Halm und Sascha Lenz aus. Norbert Kiss ist Vierter vor Albacete und Cosin. Wunderbare Drohnenaufnahmen während dieses Rennens. Die Trucks hier im hinteren Streckenbereich, dort wo so manch einem die Cornermarker am Wochenende zum Verhängnis wurden. Jochen Hahn, der Führende, kann das Rennen so kontrollieren, dass er die Trucks dahinter immer auf Distanz hält, aber auch nicht überpaced. Die Top 8 deshalb relativ eng zusammen über die gesamte Renndauer. Vorletzte Runde. Die Kamera am Heck von Steffi Halm zeigt Probleme für Sascha Lenz, der eine weiße Wolke hinter sich herzieht. Das Aus für den Deutschen. Seit 2017 der erste Ausfall für ihn. Und es ist von der vom Lenkgetriebe eine Leitung geplatzt. Kann passieren, darf aber nicht. Dadurch haben wir unseren dritten Platz verloren quasi, sind ausgefallen. Vorne zieht der letztjährige Champion unbeirrt seine Bahnen, Jochen Hahn, vor Steffi Halm, die nach dem Rennen mit ihrer Leistung äußerst zufrieden war. Die Strecke ist tatsächlich schneller abgetrocknet, als ich dachte. Und so eine abtrocknende Strecke ist natürlich immer nicht einfach. Am Anfang hast du diese nassen Bedingungen, die keiner kannte dieses Jahr. Und dann musst du jede Runde schauen, wo ist das Maximum. Und jede Runde ist es woanders. Und du musst dich immer versuchen zu steigern. Und das hat gut geklappt. Wir haben den zweiten Platz nach Hause fahren können. Jochen Hahn triumphiert zum vierten Mal in dieser Saison. Beängstigende Dominanz des fünfmaligen Champions so früh zu Beginn der Saison. Zweite wird Steffi Halm vor Norbert Kiss, der vom Pech des Sascha Lenz profitiert. Das Team Hahn Racing also mehr als zufrieden. Das Ergebnis von Rennen 3 im Überblick. Doppelsieg also für die Bullen von Iveco Magirus auf Rang 8. Jamie Anderson, der damit im nächsten Rennen, dem letzten, von der Pole Position starten darf. Die Startaufstellung dieses letzten Rennens und wir sehen den Truck von Jamie Anderson, der erst seit einem Jahr in dieser Szene unterwegs ist. Der Brite klarer Außenseiter gegen André Cosim auf der äußeren Seite im gelben Truck mit der Startnummer 11. Der Deutsche mit der Riesenchance, den ersten Saisonsieg zu feiern. Reihe 2, Adam Latzko auf der besseren Innenseite. Daneben René Reinhardt im blauen Truck mit der 77. Und Hektik bei Terry Gibbon, dem Sieger und Geburtstagskind des gestrigen Tages. Die Bremsscheibe links muss noch kurz vor dem Start gewechselt werden, weil ein feiner Riss festgestellt wurde. In kürzester Zeit und unter größter Anstrengung aller Helfer gelingt es, am Rennen 4 teilzunehmen für Terry Gibbon.
Und somit heißt es zum letzten Mal 11 Runden Truck Racing auf dem Hungaroring. Und wie immer gibt's das unterstützende Startsignal aus der Boxengasse. Go! Schreien die Teamchefs und Mechaniker ins Mikrofon. Der Start frei, Anderson und Kosim Seite an Seite, dahinter Latzko mit leichten Vorteilen gegenüber Reinhardt. Aber schon nach einer halben Runde fehlt der Tscheche plötzlich, während Adrik Kosim auf Position 2 sich im Klaren ist, dass er möglichst schnell an Anderson vorbei muss. Der Mann aus der Nähe von Fulda in Hessen sieht Ende der ersten Runde seine Chance und ergreift sie. Zwar nicht ganz ohne Berührung, wie wir hier gleich sehen, und ohne Schutzblechkontakt, im Truck Racing aber durchaus normal. Beide im Drift aus der Kurve, Kosim mit der besseren Traktion zieht vorbei am Briten im weißen Truck mit der Startnummer 7. Kurzer Blick zurück, Runde 1, Latschko wird plötzlich langsam und wird von allen anderen überholt. Was ist denn da los beim Tschechen? Anfang Runde 2, Reinhardt ebenfalls vorbei an Anderson, der Brite, der Polsetter also nur noch auf Rang 3, wird gejagt von Albacete, Halm, Hahn und Kiss. Eindeutig nicht das Wochenende von Adam Latschko, dem Tschechen, der neu gebaute Truck mit zu vielen Kinderkrankheiten. Und erst gegen Rennmitte können dann die Routiniers am Rookie Anderson vorbeiziehen. Albacete, Halm und Hahn, der gleich zwei Plätze gut macht, haben den Engländer sozusagen weichgekocht durch ihre Attacken, während der gelbe Kosim-Truck und der blaue Truck von René Reinhardt schon genug Vorsprung auf den Rest des Feldes herausgefahren haben. Als ich an Anderson vorbeiging, musste ich hart pushen, denn ich sah, dass Jochen hinter mir war, gar nicht Steffi. Ich wusste, Jochen ist sehr, sehr schnell. Ich muss also für die letzten Runden eine Lücke öffnen, damit der Druck von Jochen nicht zu groß wird. Und so sieht das also aus, wenn ein dreimaliger Champion versucht, eine Lücke aufzureißen und einem fünfmaligen Champion davonfahren. Vorletzte Runde. André Kosim und René Reinhardt vorneweg, dann mit etwas Abstand. Albacete und Hahn. Und dann auf der 5 Steffi Halm, die am Sonntag eine exzellente Leistung am Hungaroring abliefert. Nach 11 spannenden Rennen, André Kosim am Ziel seiner Träume, gewinnt sein erstes Rennen in der Saison 2019 und macht damit Teamchef Sven Walter und allen anderen im Team Don't Touch Racing ein tolles Geschenk. Der Sieger mit der Trophäe heißt André Kosim, damit der Deutsche erfolgreicher als vergangenes Jahr an selber Stelle hier in Ungarn. One time here, please. Einmal hier. Dankeschön. Das Rennergebnis. 5 Deutsche unter den Top 7. Zugegeben, keine andere Nation stellt solch eine Anzahl an Startern. Im Grammar Cup triumphiert der 8. Jamie Anderson zum zweiten Mal an diesem Wochenende, während Landsmann Olly James auf Rang 10 seine Führung in dieser Wertung weiter ausbauen kann. Ich konnte mir einen schönen Puffer rausfahren gegenüber René, der kontinuierlich gewachsen ist. Ich konnte mein Rennen fahren, fehlerfrei, ohne Druck von hinten. Und ja, das war der Schlüssel zum Erfolg. In der Gesamtwertung rutscht Adam Latzko von der 1 auf die 6, während Jochen Hahn die Führung in der FIA Truck Europameisterschaft übernimmt. Wir sind schon mit hohen Erwartungen hierher gekommen. Wir hatten jetzt natürlich auch Glück, dass das Wetter wirklich gehalten hat. Ich weiß nicht, ob wir im Regen die Pace hätten gehen können. Das war der Wunsch, das war das Ziel. Wir haben es durchzogen, wir haben es erfüllt. Hatten natürlich auch viel Glück von dem Pech der anderen. Ja, und das wünscht man natürlich niemandem, dass. Oder wünsche nie einem anderen, was er selber wieder fahren kann. Es waren viele Ausfälle, viele Bestrafungen. Die eine berechtigt, die andere vielleicht nicht. Und von dem her, klar, wir haben einen riesen Sprung gemacht, Ziel erreicht. Ich habe 52 Punkte gemacht am Wochenende. Perfekt, war echt gut. Habe ich zuckt? Nein. Hab nicht zuckt, oder? Nein, dann läuft alles nach Plan. Dann tue ich mich in Ruhe rächen und alles ist gut. Und so sieht die Rache aus. Du! Mit Champagner! Ja. Rache gelungen? Fragezeichen. Die Antwort bleibt wohl offen, denn bei den Temperaturen in Ungarn
war die Dampfstrahlerdusche durch Jochen Hahn wohl eher eine angenehme Abkühlung anstatt einer ordentlichen Abreibung.